So, meine lieben Zuschauer, und damit begrüße ich euch natürlich ganz, ganz herzlich zu einer brandneuen Folge von Fire Emblem 7 Blazing Sword. Oh yeah, wir sind in Folge 110 back und was soll ich sagen? Bei 110 fällt mir instant eine ganz gewisse Detektiv-Conan-Folge ein und wer von euch mir sagen kann, welche Folge das ist, der kriegt, wenn er dies in die Comments postet, einen dicken, fetten Keks mit Schokostreuseln. Oh yeah. Okay, gut. Genug über irgendwelchen Kram Witze gemacht. Ich muss mich heute ausquatschen, Leute. Ja, ja. Ich muss euch was erzählen. Ganz unbedingt. Das fand ich so cool. Irgendwie auch creepy, aber irgendwie auch cool. Ich glaube, wenn ich euch das erzähle, hört sich das so voll nerdmäßig an und das wird es auch so irgendwie sein. Und na gut, ich werde mal versuchen, so zu erklären, dass es sich nicht voll beschissen anhört, aber ich glaube, da bin ich total auf verlorenem Posten. Fackel. Ja. Mit Schnittlern Fackeln, Alter. Nee, ich wollte euch erzählen. Ja, Leute, endlich ist es soweit. Meine Videobearbeitungskünste haben mich berühmt gemacht, ja. Ich habe jetzt voll die fetten Aufträge rein. Okay, gut, komm. Wir hören auf mit dem Spaß. Und ja, was ich erzählen wollte ist, ich habe mal irgendwo einem Lehrer gegenüber oder in irgendeinem Gespräch wohl... Oh, schönes Erwerb übrigens. Defense und KP, das ist ja was Geiles. Nee, ich habe wohl einem Lehrer mal irgendwo bei mir in der Abendschule gegenüber erwähnt, was ich Let's Plays mache und tatsächlich dachte ich so, der kennt sich damit aus, der weiß, was damit gemeint ist, finde ich schon mal nicht so schön. Und der Haken ist dabei, der hat irgendwo meinem Deutschlehrer erzählt und der ist wohl, was hat er erzählt? Ich muss mal gucken, überlegt, jetzt den exakten Wortlaut wiedergeben kann. Er ist wohl Museumspädagoge, was auch immer das ist. Er ist im Museum und er sucht wohl Material, damit das Museum ein bisschen schöner wird. Ein bisschen sich mehr lohnt, um sich's anzugucken. Wobei ich ja bis heute nicht verstehe, warum man in ein Museum gehen kann. Ich bin, glaube ich, ein wenig ein Kulturbanause, könnte man in dem Moment sagen. Aber der Haken ist halt, er hat mich gefragt, ob ich für ihn ein Video schneiden könnte, weil er hat wohl gehört, ich habe über 1000 Videos. Ich sage, sind sie aber nicht auf dem neuesten Stand, sind schon über 1500, ne? Nur mal so ganz nebenbei, für die aber, denke mal, die meisten werden das mitbekommen haben. Steht ja immer unter meinem Avatar oder daneben oder oben oder drüber, ich weiß ja nicht, irgendwo um den Avatar rundrum da unter dem Video. Da könnt ihr mal gucken, wie viele Videos ich habe, noch auf YouTube. Ne, und der Haken ist halt, ich sage, er hat wohl irgendwo zwei Filmer, die, Filmer, das macht auf jeden Fall Sinn. Filme, die eine Situation in der DDR beschreiben und ich sollte die jetzt so zurechtschneiden und mit Bildern belegen, wie er das gern hätte. Und ich sage, ja, ist kein Problem. Und er meinte, er würde mir sogar was dafür bezahlen. So, ne, für 4 Filme und das kostet schon Arbeit, ne, kann man schon mal ein bisschen Geld für verlangen, ist ja okay. Erst dachte ich so, ach, kannst du doch nicht machen, ey. Der arme Lehrer, er hat eh schon kein Geld, aber der Lehrer verdient ja ganz gut, also denke ich mir so, warum eigentlich nicht? Ne, was man kann, das kann man sich auch auszahlen lassen, macht ja die Menschheit, ist ja irgendwie so das Erfolgsrezept, ne? Ich kann kochen, gib mir Geld für, ich kann backen, gib mir Geld für, ich kann, ne, okay, gut, das sag ich jetzt nicht. Und dann gucken wir, was nächste Runde erstmal passiert hier. Swoot, ne, okay, der heilt sich doch. Na, wie ich mich geregelt. Es grummelt draußen. Na, hoffentlich kein Gewitter. So, Kabuschka Mamuschka, da war doch so ein Spasti. So, ouch, der will auf Wallace, warum will er auf Wallace auf, obwohl da mein Pegasus nebenan steht? I don't get these games. Naja, egal. Oh nein, Fetti. Verpiss dich doch einfach. Hier. Zack. So spielt der Hase. Ne? So haben wir gecheckt. So. Jetzt will ich versuchen, den lieben Typi. Ja, toll. Natürlich kann ich gerade da nicht stehen. Das ist ja mal sehr kontraproduktiv. Ja, ich will auf jeden Fall hier stehen. Und ach, guck mal, da ist ja noch einer. Na gut, auf jeden Fall hier stehen, dass er mit der Lichtklinge angewuselt kommt und mir dann da Ching-Chong-Chong-Glatz aus Beton oder so ein Scheiß irgendwie, keine Ahnung. Und versucht da Florina anzubashen und ich hier unten vielleicht ein bisschen Freiraum habe, weil das nervt mich aktuell. Hier, wir können doch nochmal hier, wo ist er? Arkinowski, hier, nutzt mal deinen Fackelstab, ne? Nicht lang fackeln. Zeit zum Knacken, Schlachennacken und so, ne? Ah, das Insider ist, ja, ja. So ist ein Insider aus einem, wie soll man das sagen, aus einem Wirtschafts-RPG aus Rune Factory. Habe ich für die wie so ein Spiel, da geht man immer täglich pennen, baut sein Gemüse an, aber kann auch Monster schlachten, das ist eine coole Kombi irgendwie, es hat so einen Mix aus Harvest Moon und Final Fantasy irgendwie. Das macht irgendwie Style, ich finde das geil, ich spiele es gerne, obwohl aktuell ist ein bisschen Luft raus, aber liegt halt daran, dass ich an viel an meinem neuen Computer aktuell spiele und ich quatsche wieder viel zu viel und spiele zu wenig. Eher Let's Talk als Let's Play war. Oh, da kommt Anja Dürand. Im Namen der Fänge. Ich spreche ja Todesurteil hier. Komm mit dem Messerchen an, mit deinem Distanz-Swudu-Messerchen. Du kannst mich mal, Kollege. So, jetzt komme ich aber langsam in die Bredouille hier. Weil jetzt noch der Ballista Fritze dazu kommt. Nope. Oh. Don't hit me.
Na klar, es wudelt mich mit noch mehr Einheiten voll. Ist ja eh nicht so, als ob ich hier irgendwie nicht schon genug einmal Kacke hab, ne? Nee, nee, nee. Das ist absolut uncool. Jetzt frage ich mich gerade, kann der nochmal angreifen, der Ekelhafte? Ah, guck mal, er kann keine Reichweite sich mehr erhöhen. Heißt, er muss einen Stahlbogen benutzen. Allerdings kann ich mich gerade aktuell nicht heilen, weil ich ein bisschen scheiße finde. Wie viel Magie ist so? Reicht immer noch nicht so weit. Mal, wir versuchen es mal, indem ich mir einfach hier ganz weit mal hochrenne. Müsste ja gehen und dann vielleicht mit einem Progativ vielleicht... nee. Reicht leider nicht aus. Swudu, 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 Swudu. Wo, warte mal, wo kannst du dich vielleicht... Na, da kannst du bloß von da aus angreifen, ne? Ich müsste ihn hier irgendwo hinlocken. Hast du ein Heilmittel bei? Ja, gut, so kannst du das auch zur Not nehmen, ne? Aber wie gesagt, wenn der nicht mehr angreifen kann... Der Glanz kann mir nichts. Sein Lichtklinge ist ja über Distanz schwächer. Da wird ja nur die Hälfte gezählt. Wenn ich mir jetzt richtig erinnere. Ich kann es mal austesten. Langspeer, ja, 5 Schaden. Oh, sweet. That's sweet, sweetheart. So, aber was Erk nochmal machen kann, oder Erk? Ja. Er kommt nicht so weit, das hat Problem gerade. So, was, jetzt ist er ja weg, ne? Jetzt ist er ja weg, der Ekelhafte, ne? Er kommt jetzt, oh, er kommt bloß noch bis hierhin, oh, ist das geil. Leute, ich sage euch, jetzt ist aber richtig los hier, ne? So, ich was soll also sagen, wir sind mal ein bisschen mutiger jetzt hier, du bist zwar angeschlagen gerade. Aber er kann sich mal ein bisschen weiter vorziehen. Ja, wie gesagt, ne? Ist ein bisschen Raum jetzt. Also weg mal ein bisschen vorstürmen hier. Du hast einen Silberbogen. Das ist nach wie vor immer noch scheißegal, aus welchem Winkel man es betrachtet. Und deswegen bist du jetzt einfach mal Schnitzelmesser hier. Schlitz und viele XP für Wrath und ein Level Up für ihn. Schön. Twing. Level Up. Twing, twing, twing. Schön. Stärke und mehr Fähigkeit. Ist immer gut. Ist immer gut, ne? Und jetzt kann ich mal gucken. Erk müsste jetzt ja ein Stückchen weiter vor können als vorher. Denn vielleicht nochmal ein bisschen Fackelstab, ne, übt ja gleichzeitig, weil ich will mal hier den Banditen, der hier irgendwo rumsteht, den will ich mal gucken, wo steht denn der genau, dass ich da jetzt nicht reinrenne. Weil das wäre sehr, sehr schlecht. Ach, da sind ja, ach du Scheiße, wo kommen die denn her? Noch mehr Wyvern with her. Ist ja schöne Scheiße. Auf jeden Fall nicht mit Eisenschwertern hier rumstehen. Ganz kacke Idee. Ja, ich würde sagen, die einzige Chance, die ich habe, ist, mich hier hinzustellen, eine Lanze zu nehmen und ein Heilmittel auszurüsten. Ach, wie scheiße, wie kacke ist das denn? Ja, da kommt der, also er würde rankommen, er kann ja auf den Berg laufen, aber gut, die können ankommen. Er kann gelockt werden, ja, vielleicht locke ich hier irgendwo über die Ritze oben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall weit, weit weg, steht schon mal fest. So, kannst du den dicken Klumpen mal, na nee, komm, ich glaube, der bewegt sich. Und ich muss ihn ja entweder mit... Ja, mit irgendjemandem ansprechen, aber mit irgendjemandem, der auch schon früher im alten Team dabei war, da kommt ja leider bloß... Ja, eigentlich nur Elliwood in Frage. Scheiße, der will trainieren, der will hier nicht rumrennen. Ach, toll. Na gut, das kriegen wir schon irgendwie hin. Jetzt machen wir erstmal weiter hier, ich will erstmal den ganzen Feld hier leer putzen. So, da kommt er wieder mit seinem Twing-Schwert an, ja, kannst du machen. Wenn du noch zweimal angreifst, zeigt noch ein Level ab. So, die rennen da unten, das finde ich gut. Der kann sie leider nicht wehren. Durch den Bogen. Autsch! Ey, nicht mich schlitzen. Don't schlitz me. Don't touch me. Oh, ein Level Up für Florina. Wunderschön. Und schön. Ja, ganz nett. Ist okay. So. Willst du von mir? Stem! Tschüssikowski. Reicht leider nicht aus. Ein HP bleibt übrig. So, jetzt kommt der auch aus seiner... Oh, oh my goodness. Stop this shit. Wo kommt ihr denn her? Oh, wie viele. Ach du Scheiße. Kriegst die Tür nicht zu. Was zum Teufel. Nicht cool. Elliwood. Oh gut, ja, hier. Kabuz. Autsch. Und jemand hat mir übrigens... Finde ich sehr schön, dass jemand auch noch außer mir auf Details achtet. Wenn man eine Lichtmagie abbekommt, dann gibt es so einen gelben Effekt beim also wenn man getroffen wird, gibt es einen gelben Effekt. Bei Feuer hingegen gibt es einen roten Effekt und bei Flux gibt es schwarze Effekte und das sind so kleine, selbst ohne Animation gibt es noch winzige Details, die an dem Spiel insgesamt das wirklich liebevoll machen. Ich finde das toll. Hat jemand sehr schön beobachtet. Finde ich gut, so. Guy kriegt auch noch einen Level Up auf 2. Twang und ja, leider keine Stärke. Aber ich sehe schon, es scheinen hier bloß noch die zwei zu stehen. Das ist mir aber auch gerade mehr als genug, ne?
So, Florina muss hier gerade oben erstmal alles antanken, was geht. So. Du kannst dich da hinstellen, ja? Warte mal, stell dich mal hier hin. Florina, dann kannst du mal... Oh, jetzt so ein Heilmittel nehmen soll, ich weiß. Habe ich gerade vergessen. I'm sorry. Eigentlich kannst du den ja auch mal... Du bist ja jetzt ja entwickelt und eigentlich schon ziemlich cool auf drauf, ne? Kannst du den ja eigentlich mal hier zu Elliwood transportieren, weil hier muss jetzt erstmal aufgeräumt werden. Bartre möchte... Warte mal, du hast ja... Ja, Bogen wird jetzt... weit wegsteht. Ich glaube, wir nehmen eine Axt. Das heißt, der Magier ist für dich, weil den One-Hittest du ohne Probleme mit einem sauberen Strich. Erstmal zur Hälfte den kleinen Spasti hier. Alles schon noch ein Problem. Und er wird mal seine Lanze auspacken, weil da ist er gut gegen den und würde ihn auch One-Hitten. Schön. So habe ich das geplant, so hat das funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gucken hier, wie wir das alles auseinandergefetzt kriegen hier. Er kann die natürlich locker alle übernehmen, da sehe ich gar kein Problem drin, ne? Der Haken ist ja bloß willig, das überhaupt, ne? Du bist schon Level 4, ne? Muss ich jetzt mal anmerken. Kann ich sagen, ich nehme jetzt hier einfach mal ein Schwert, bin einfach mal cool, ne? Aber, oh, 5 Schaden. Man könnte natürlich sagen, ich stelle mich dahinter und gebe dir ein Schwert, ne? Und dann gib ihm Kante. Hier, Pflege. So, ist egal, wenn du jetzt angreifst. Wir können uns wehren, außer die Distanzgegner, Panzerbrecher... Gegen Stahlklinge. Mach mal die Stahlklinge da und Schlitz. Quabuz. Tschüssikowski. Swoop. Ein paar XP für mich. Swoodoo, swoodoo. Alles swoodoo. So, hier oben scheint nichts mehr zu sein. Aber wir können ja mal Kenntnis mal hier hochschicken, dass er mal hier steht einfach. Ist ja vielleicht gar nicht schlecht. So, den Neues kann ich den da unten mal lassen, ne? Igor kann sich einfach mal wieder schon langsam nach unten bewegen, denn ich will ja einkaufen gehen. Ich möchte gerne manchmal die gesamte Map abdecken, einfach nur zu wissen, dass niemand mehr hier ist irgendwo. Aber spätestens, wenn die Only One Enemy Left Mucke kommt, bin ich wieder zufrieden. So, da kommen sie... die hauen ab, die Pisser. Hey, du Feigling. Kabutz. Du musst down. Nicht abhauen. Sich verpissen zählt nicht. So, habt ihr das gerade gesehen? Ich habe so einen gelben Lichteffekt bekommen. Voll cool. Ja, ouch. Ein Harpy oder was er mir gemacht hat, ist ja sweet. Voll süß. So. Aua, Magier machen wir immer noch ganz schön viel Schaden. Der Bogen, ja, den kann ich jetzt leider nicht auskontern. Oh, was ist denn da los? Jetzt kommt da noch einer rausgeschossen. Wie scheiße. Oh, ist ja ekelhaft. Ja, ich kann natürlich jetzt sagen, hier, ne, hier ist auch Ebene. Aber dann kann er sich dahin in den Berg stellen zum Angreifen. Ja, das ist ja mal richtig scheiße. Andererseits muss ich ihn nachher sowieso rauslocken, weil ich werde ihn garantiert nicht dahin in der Ecke bekämpfen. Hm. Ich möchte gerne den hier irgendwie platt machen und mich dann ganz schnell wieder entfernen, damit er mit der Lichtklinge mir nicht irgendwas kaputt schlitzen kann. Na gut, sie hat jetzt 21 Glück, er hat 24 Crit, was soll passieren, ne? Aber, naja, Leute, wollt ihr das riskieren? Ich eigentlich nicht, ne? Geht zwar auch immer noch auf die Resistenz, ne? Was würdest du mir im Nahkampf an Schaden machen können? 13. Ist mit dem Crit auf jeden Fall tödlich. Kann man nicht ver... Aber ich sehe gerade, der würde gar keinen Crit machen. Warum das denn? Warte mal, Florina, kann es sein, dass du eine Lichtaffinität hast? Weil ich glaube, ich habe mir doch als Stratege diesmal auch eine Lichtaffinität genommen. Heißt, sie kriegt noch Ausweich, Crit-Ausweich-Boni. Sie wird nicht gekrittet. Hm... 13 Schaden sind auch vernehmbar. Ich möchte den hier gerne weg haben. Der nervt mich persönlich etwas. Und dann versuchen wir den ganzen Käse mal. Zumindest kann er sich in den Wald stellen. Fick scheiße. Man kann ja nur einen Weg hier nehmen, um rauszugehen, ne? Das ist schon eigentlich ganz cool. Schlitz. Tschüss. Du bist down, du Sack. Swoodoo Action. So, Canis kann hier bleiben von mir aus. Da kann man eigentlich hier irgendwann den Vibern annehmen. Ach, da steht er sogar in der Reichweite. Cool. Das ist okay. So, hier gehe ich später einkaufen. Achso, ich will uns noch einen Secret Shop. Oh, ich habe so viel vergessen. Oh Mann. So, du bringst mal den dicken Klumpen hier unten hin, weil hier muss gerade voll aufgeräumt werden. Elliwood kann hier langsam mal ein paar XP fahren. Ist schon mal gar nicht schlecht. Aber ich frage mich, wann ist denn das vorbei hier? Langsam könnt ihr die ganze mal die Versorgung der... Na, die Verstärkung mal langsam hier auslaufen. Das nervt mich nämlich gerade ein bisschen.
Hector, du musst auf jeden Fall auch mal ein bisschen hier in die Richtung, weil blub, ne? So, ich würde sagen, Erg, du nimmst du den hier. Ja, One-Hit Tschüssikowski, der mit seiner Easy. So eine episch viel Magie, ey, ist so übel. 21. Wenn der Magie capst, dann lache ich mir einen Ast. Aber einen richtig langen Ast. Und das muss ich jetzt bitte nicht missinterpretieren. Hier, ne? Er hat einen langen Ast, hat einen langen Ast gesagt. Autsch. Magier, Critical, Exception und Tschüssikowski, du bist tot. Level 4 für Wrath. Schönes Level up. Schön, geil. 21 Speed und 20 Stärke, das lobe ich mir. Auch mal ein bisschen Glück und Fähigkeit bekommen, auch nicht schlecht. Kann man auch mal gut gebrauchen. So, hier ist wieder... Ja, gut. Hier willst du mal? Komm, einfach just for fun. Reicht natürlich nie aus. Fail. Jetzt bleibt er da echt stehen. Das kann ja wohl nie wahr sein. Guck mal, sogar Bartre kann es besser als du. Mann, geil. Lusche. So. Naja, macht nix. Was soll's, ne? Teig ist da, um gebacken zu werden. So. Nee, fand ich lustig. Hat er mir einen Auftrag erteilt, ich soll Videos für ihn schneiden. So, er geht sogar in den Distanzkampf, weil er keinen Bock auf Nahkampf hat. Ja gut, dann back mir einen Keks, du Arsch. Mir soll's doch egal sein. Hauptsache, ich hab meinen Frieden. So, was willst du hier? Kching, no damage, wie süß. Hat er ein Eisenschwert gehabt? Wahrscheinlich ein Eisenzahnstocher oder so. Ein Kching Level 5 für Arc und yay, noch mehr Speed, noch mehr Glück und mehr Resistenz. Cool. Geile Scheiße. So, der will es jetzt ja auch wissen, kriegt auch mal voll auf die Fresse. Swoot, wow, wieso geben die so viele Erfahrungspunkte, Alter? Und der greift sich Eliwood und tut ihm böse weh. Aber Eliwood kriegt Level 10. So, jetzt wären wir nicht mehr in der Lage, dieses Kapitel zu betreten. Aber wir sind ja schon drin, also drauf geschissen. So, immer noch schönes Level abbekommen. Oh, noch mehr Magier. Wo kommen die denn alle her? Kein Bock mehr. Du bleibst jetzt da oben stehen, ne? Du kommst ja jetzt da nicht mal so leicht raus. Du stellst sie jetzt hier hin und nimmst ein Heilmittel. So. Swoot. Zack. Schneller. Ich weiß ja nämlich nicht, wo das Kapitel wieder an siehst Ende. Das hat keinen Sinn gemacht, ja. In irgendeiner Dimension hat er Sinn gemacht, Leute. Zweifelt das doch nicht an. So, Hector, kannst du den anquatschen? Nö. Ja, denn... Eliwood, mach du das mal. Das geht auch nicht. Wie scheiße, wer soll denn sonst anschwatzen? Wie scheiße. Ja, das ist ja mal dreckig. Den dicken Klumpen kann doch sonst niemand retten. Oder Oswin? Ja, der könnte das. Hä, wieso kann ich den hier ansprechen? Geil, nee. Wer war denn da schon damals dabei? Florina, aber ob die da irgendwie... Hm. Ja, könnte sein, ne? Ja, in dem Fall, Oswin, rette den mal bitte. Das ist ja mal scheiße. Ich kann nicht lesen. Toll. So, die stehen hier mal ganz asozial in der Burg und kriegen einen ekelhaften Ausweichbonus. Das ist mir egal, ich one heute euch trotzdem. Einfach weil ich cool bin. Kaboom. Gambuschka Mamuschka im Face, du Knödelkoyote. So. Down, down, down. Hat jemand von euch eigentlich eine Ahnung, was man so verlangt für so ein gemachtes Video? Nö, also, weiß nicht, es sind ja schon immer ein bisschen Arbeitszeit, hängt ja dran. Ne, was bezahlt man denn so einem Videoproduzenten pro Stunde? Also, wenn ich meine Let's Play-Gage mir angucke, na, dann vielleicht nur pro Stunde, na, wahrscheinlich eher pro 3 Stunden 1 Cent oder so, könnte hinkommen. So, weg mal, jetzt rechnen wir schon alle aus, aber warte mal, er hat so und so viele Tage, er ist 24 Gamer, sucht die, ne, auf jeden Fall rechnen wir mal, wie viele Wochen, wie viele Monate hat so eine Stunde, ne, wie viel könnte er verdienen durch 3, ja, durch, also wegen 3 Stunden und 1 Cent und so, ne, ah, so viel verdienst du mit Let's Plays, das ist natürlich auch hundertprozentig wahr. So, hier weg mal weitermachen, einfach mal, da müsste leider der Schwert hier runtergelaufen kommen. Kabutz, trifft der Ekelhafte sogar nochmal. Fick ja nicht so schön, aber gut, was soll's. So. Oh, Mano. He's Voodoo's me, das ist nicht cool. Ich wusste, der ist nur so ein Spasti. Kannst du mir angreifen, dann gehen? Nö. Okay. Florina, bitte mal übernimm mal für mich den hier. Tschüss, Mann, du Arsch! Swoot. EXP. Die setzt sich besser nicht in den Schnee. So, einfach mal, ja, Eliwood, du schaffst sie immer noch. Du bist gar nicht schlecht dafür, dass du so ein unterlevelte kleine Sau bist hier. Musst du ganz schön rein. So.
Willst du den übernehmen? Ja, du tust mir auch mit 100% und noch einen Crit oben drauf. Schön mit Schnitt vorher nicht gekrittert, aber jetzt. Ich klar spielen, ich klar. So, Florina, ja. Die müsste echt mal runterkommen. Priscilla? War auch noch nie da damals. Ninian ohne. Ligold, ganz viel später. Nee, Leute, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir können den Dicken nicht rekrutieren. Weil wir haben keinen mit, der das kann. Wie scheiße. Also Florina ist die Einzige, die hatten wir damals schon dabei. Das teste ich jetzt aus. Wir haben übrigens only one enemy left, Mucke. Swoot, ja. Swoodo Magic, ich weiß. Wie scheiße. Kann mir den Dicken jemand da hinstellen? Nee, war. Ja, nicht so wirklich. Ab, kannst du mit... Oh, der hat aber eine richtig gute Rettung, Alter. 17. Das ist ja mal nice. Ich würde sagen... Freunde, bis wohin kommst du? Bis auf die Schräge der Ballista. Müsste eigentlich gehen, ne? Ja, müsste eigentlich gehen. Ne, warte mal. Lass mal behalten, mal. Denn nehmen, fliegen und... Du kommst her, nimmst und setzt ihn ab. So. Und dann mit Florina. Geht das? Oh, Gott sei Dank, Alter. Meine Stimme ist gerade voll am Abkacken. Ah, du da. Du bist Florina, nicht wahr, Mädchen? Du solltest dich bemerkbar machen, Kleine. Ich hab dich gar nicht gesehen. Aber ich, ja, Sir. Okay, gut. Warte, wenn du hier bist, dann bedeutet das... Heißt Lady Lynn ist mit dir... Du Pedo. Ja, aber die machst du nicht an, ja? Ich bin zusammen mit Lady Lynn hier und wie wir... Das ist genug, sprich nicht weiter. Worum es sich auch handelt, ich werde ein wenig mitmischen. Oh, wirklich, seid ihr sicher? Wenn sich Lady Lynn in Gefahr befindet, dann kann ich nicht tatenlos zusehen. Führe mich zum Feind. General Wallace, General Edgar Wallace wird ihn vernichten. So, damit haben wir ihn rekrutiert. Schöne Sache. Jetzt hätte ich fast keine Einheit mitgehabt, die das hätte machen können. Wahrscheinlich Will hätte auch noch funktionieren können, weil der war ja damals auch schon dabei. Bestimmt kennt und Zane auf jeden Fall und Lynn ist ganz klar, ne? Aber ich hätte jetzt sicher gedacht, dass Florina da drauf hat, weil die hatten ja irgendwie so gar nicht so ein Draht zueinander. So in Gesprächen, in den Cutscenes her. Aber gut, bin ich umso umso froher drüber. Aber gut, ich würde sagen, jetzt kommt ein bisschen Offscreen Hollywood gelevel, weil... Ja, der hat's nötig aktuell noch. Der hat's nötig. Nein, nicht das, was ihr denkt, ihr ekelhaft Perversen. So, dann werde ich noch ein bisschen shoppen gehen und dann werdet ihr euch im nächsten Part hier wiedersehen. Mich wiedersehen, wie ich hier den Spasti zerfetze und dann endlich dieses Kapitel hier beende, damit wir endlich weiter können. Denn, ich hab's jetzt schon x-mal erwähnt, aber dieses Let's Play muss beendet werden. 110 Folgen, Alter, langsam ist echt Ende. Und deswegen sage ich auch, Leute, danke heute wieder mal vielmals fürs Zuschauen, für Unterstützung wie Daumen hoch oder Kommentare oder Kekse backen. Oder sonst macht's gut, haut rein, tschüssikowski und ciao.